Jo, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Tim und Timothy. Ja, dieses Video ist übrigens unterstützt durch Schub. Vielen lieben Dank. Dafür haben wir uns auch was richtig Nices einfallen lassen. Und zwar hat unser Kollege Woli einige YouTuber per FaceSwap-App fusionieren lassen. Also, dass aus zwei Leuten eine Person wird. Und wir müssen jetzt erraten, welche YouTuber da zusammengetan worden sind. Wir machen das Ganze gegeneinander. Wir sehen die Bilder. Danach können wir buzzern. Und wenn wir eine Person dann richtig haben, gibt es einen Punkt. Wenn wir zwei Personen richtig haben, gibt es zwei Punkte. Es gibt keinen Minuspunkt. Dafür darf der andere aber noch erraten, falls eine oder beide Personen falsch gewesen sind. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Boah, scheiße, was? Aber würde absolut nicht. Alter, warte mal. Also ich habe wirklich null Ahnung. Ich auch nicht. Also wirklich gar nicht. Wir kriegen übrigens keine Minuspunkte, aber der andere darf lösen. Alter, wer könnte das sein, Mann? Sind das zwei Frauen? Ist natürlich heftig, wenn es ein Mann und eine Frau ist. Ja. Dann ist natürlich GG. Die müssen Kinder kriegen, safe. Also egal, wer das ist, die Gene müssen weitergegeben werden. Keine Ahnung, Digga, null! Ich sag Dagi B und Bibi's Beauty Palace. Okay, ich gucke jetzt. Never, mal. Alter, niemals. Okay, mal gucken. Jetzt muss ich weggucken, weil er sieht jetzt die Auflösung. Ah, Dagi B ist sogar richtig. Nein! Ja, also ein Punkt. Krass, ja, gib auf, Digga, komm. 1-0 würde ich sagen, ne? Warte. Ne. Es wäre Paluten gewesen. Was? Zeig doch mal bitte. Das ist ja nur krank, ja, oder? Aber jetzt, wo man sieht. Digga, Paluten. Safe Paluten, Paluten, ja, da muss, safe Paluten. Muss jetzt. Jo Leute, bevor das Video weitergeht, wollten wir euch aber eine richtig nice Cashback-Seite vorstellen, und zwar Schub. Schub hat über 2000 Partner, bei denen es Cashback gibt. Darunter Lieferando, Mediamarkt, eBay, Douglas, Asus und viele mehr. Die Anmeldung auf Schub ist kostenlos. Wenn du Schub benutzt, klickst du dich über die Website direkt zu deinem Lieblingsshop. Du kannst also wie gewohnt einkaufen und erhältst anschließend einen Teil deines Einkaufswerts auf deinen Schub-Account. Die Nutzung von Schub ist darüber hinaus auch einfach super einfach und noch leichter ist es mit dem Cashback-Assistenten, da man dadurch nie wieder ein Cashback verpasst. Sobald du auf einer Website bist, die ein Partnershop von Schub ist, erinnert dich dein Cashback-Assistent daran, deinen Cashback zu aktivieren. Ab einem Wert von 1 Euro kann dein Cashback direkt auf dein Bank- oder PayPal-Konto ausgezahlt werden. Das Ganze habe ich übrigens auch schon genutzt, und zwar habe ich mir hier bei Adidas diese Torwarthandschuhe bestellt, weil ich jetzt für 2 Wochen wieder Lust habe, ins Tor zu gehen. Und da habe ich auch 3% Cashback erhalten. Ja, die haben 120 Euro gekostet, ich habe etwas über 3 Euro wieder bekommen und das konnte ich auch direkt auf mein PayPal-Konto wieder zurückbuchen lassen. Nach eurer ersten Bestellung über Schub bekommt ihr einen extra Cashback von 10 Euro, was quasi eine Gratis-Pizza bei Lieferando ist. Wir persönlich können euch nur empfehlen, euch da auf jeden Fall kostenlos zu registrieren. Im Endeffekt bestellt ihr ja eh bei den meisten Shops, zum Beispiel bei Lieferando, und so bekommt ihr halt wenigstens noch Geld zurück und das teilweise auch gar nicht so wenig. Bei einigen Shops bekommt ihr 10% oder mehr von eurem Geld direkt wieder zurück. Ihr würdet uns also wahnsinnig unterstützen, wenn ihr den ersten Link in der Beschreibung klickt, euch bei Schub anmeldet, dadurch auch noch 10 Euro extra Cashback auf die erste Bestellung erhaltet. Und jetzt viel Spaß beim Video. So. Scheiße. Sign and Lessio? Ja, das sieht man. Aber wer noch? Hm. Wer hat eine Kippe in der? Wer raucht? Der hat die gleiche Lampe wie wir. Im Schlafzimmer. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt einen genannt. Ja. Weiß ich ja nicht. Also kann ich jetzt gucken, ja? Ja. Okay, mach Augen zu. Was? Digga, ist das richtige Auflösungsbild? Zwei, ne? Ja, Bro, das ist. Was heißt, das ist aber falsch? Ja, was? Nein, das ist ja unmöglich. Das wirst du niemals erraten, Mann. Okay. Das geht gar nicht. Boah, scheiße, okay, also das ist es nicht. Digga, aber dann würde auf jeden Fall. Wenn diese beiden die YouTuber ein Kind kriegen würden, wäre es Simon Desu. Das kann man. Was? Keine Ahnung, wer das sein soll, weiß ich nicht. Also das ist ja unmöglich, Mann. Ich kann jetzt einfach irgendwas sagen, ne? Aber. Kannst du irgendwas sagen? Ah, du wirst nicht drauf kommen, weil das ist null. Also es geht null in die Richtung auch. Also ich gar nicht. Dann sage ich Unge und wer ist so ein Hauttyp, ist die Frage, ne? Unge und. Ach, Digga, ApoRed, keine Ahnung, Digga. Ja, wie bist du da auf Unge gekommen? Ist richtig, aber wie. Was? Wie bist du denn auf Unge gekommen? Als ob, ich habe einfach irgendwas gesagt und dachte mir so, ja, Kevin nimmt bestimmt, Marcel nimmt bestimmt Unge. Digga, warte mal, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, das sind doch auch gar nicht die Bilder. Ja, oder? Das geht doch gar nicht. Das geht ja gar nicht. Oder? Wir sehen ja die nächsten, wir können ja dann gucken. Montana Black und Fritz Meinecke. So, gehen wir mal hier rein. Du musst Augen zu machen. Ja, okay, er hat's vertauscht. Ja, safe, Digga. Weil, ich meine, ich zeig dir jetzt einfach mal, weil es ist halt offensichtlich, ihr war jetzt dumm. Ja, dann was haben wir das hier richtig, ja, Alter, rückwirkend. Simon Lessio und Eddie Smarm. Ja, kriegst du den Punkt, da können wir das eine nicht nehmen.
Ja, nice, Digga. Props auf jeden Fall an Woody. Aber Monte war richtig. Und Gronkh. Gronkh hätte ich ja gar nicht gedacht, Alter. 3-1 steht's auf jeden Fall. Denken wir jetzt 5, hoffen wir mal, dass die anderen Sachen stimmen. Ja, schon. Unge und wer heißt der andere? Für Laude. Ja, Unge hätte man aber gesehen. Für Laude. Unge hätte man safe gesehen. Einfach mal. Tanzverbot und ApoRed sagen. Also Tanzverbot ist es safe, das sieht man, weil der hat halt die Kleidung. Was ist das? Tanzverbot und ApoRed? Du darfst gar nicht gucken, scheiße. Ja. Ich habe, wer ist das? Keine Ahnung. Standardskill. Ah, ja. Das nächste. Gnu? Hm? Keine Ahnung, das könnte halt auch Gnu im Original sein, ne? Also. Digga, wer ist das? Tja, willst du noch? Du musst ja erstmal gucken, ob es stimmt. Ne, weiß man ja nicht. Keine Ahnung. Egal. Bro. Ist es Gnu? Ja. Okay, kann ich? Ja. Also einfach. Ich finde, das sieht man doch eigentlich, wenn man es weiß. Du als YouTube-Titan, du müsstest das eigentlich wissen. Okay, Bibi Beauty Palace. Was? Nein. Schade. Ah, stimmt. Oder? Ja, okay, jetzt macht's Sinn, ja. Keine Ahnung, bin ich nicht drin. Ach du meine Güte. Ach du Scheiße. Boah, ich weiß nicht, wie heißt die denn, Alter? Keine Ahnung. Vor allem, was ist das für ein Gesicht, Mann? Das Bild kommt irgendwie bekannt vor, Mann. Also so die... Ich weiß, welche Türen das ist, aber ich kenne ihren Namen. Kennst du den Namen nicht? Nee. Tja. Doof, ne? Ja. Aber solange du es auch nicht weißt, ist es eigentlich auch egal. Also. Ja, warte. Kennst du das Gesicht oder kennst du das Originalbild? Das Gesicht. Okay. Weird. Nihan und Bibi's Beauty Palace sag ich nochmal, weil die hat so egal, mach die ganze Zeit Bibi's Beauty Palace. Ey, Bibi's Beauty Palace ist richtig. Es ist nicht Nihan auf jeden Fall, also ein Punkt auf jeden Fall für mich. Naja, viel Glück, Digga, ne? Also, es ist Bibi's Beauty Palace und Bea. Wer könnte es sein? Sind die Haare auf dem Originalfoto auch schon drauf? Oder sind die dazu gemacht? Das kann ich dir nicht sagen. Du führst 10 zu 0, du kannst auch immer gleich tippen. Nein, na und du kannst auch voll viele Punkte holen. 4 Stück noch, 5. Ja, Digga, manchmal findet man seinen Meister, ne? Ist halt dann so. Ne. Sag irgendwas. Du kriegst ja kein Minus. Herr Tutorial. Nee, es ist Luca. Luca und Bibi. Alter. Würde beide. Dann, das vorletzte Bild, meine Freunde. Ich glaube, ich habe schon gewonnen, aber... Nee, nee. Die letzten beiden 10 doppelt. Ja, du. Scheiße. Gaffi, keine Ahnung, Alter. Ich glaube nicht. Das ist aus wie Gaffi, ne? So ein bisschen. Ja, so ein bisschen 1% Gaffi ist das, ey. Digga, wer ist das, Alter? Gaffi und wer noch? Muss jetzt ausgedrückt. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, wie heißt der denn, Digga? Wir try Max. Keine Ahnung, Mann. Hey, warte mal, aber das ist machbar, Mann. Wenn du dich da ein bisschen anstrengst, kriegst du da doch die Punkte. Hast du Auflösung gedrückt? Ach nee. Das ist krank. Das ist krank, nicht? Ja, das ist krank. Wir nehmen keine Ahnung. Ich sag Lenificate und. Lenificate und ja, keine Ahnung, ApoRed. Oh, Sascha Huber und, ah, lol, stimmt, hier, wie heißt der, LeFloid? Ja, doch. Lol, so sieht der aus mittlerweile? Ja. Ne. Ja, sich ganz schön verändert. Ja, so, das letzte Bild, meine Freunde. So, letztes Bild gewinnt. ApoRed und Herr Tutorial. Herr Tutorial ist richtig. Also wieder ein Punkt, aber ja, darf, der andere war falsch. Ah, ich finde, man sieht es aber auch. Obwohl. Man sieht's ja. Das ist halt viel zu schwer, Mann. Wie kannst du da so gut sein? Du sagst halt einfach irgendwelche YouTuber, dann schieben halt aus Zufall so. Ich finde, eins siehst du immer raus, so. Ich finde, du siehst schon irgendwie, dass das Herr Tutorial ist. Ich finde, ja, wenn man es weiß, sieht man den anderen auch, aber... Das wäre Mr. Wissen to go gewesen. Nein, natürlich ist es Mr. Wissen to go. Digga, das ist ja safe, Mr. Wissen to go. Oh mein Gott. Ja, das war auf jeden Fall das Video. Ich würde sagen, es war wieder mal eine eindeutige Niederlage an Timo. Wir müssen uns das langsam mal aufschreiben. Ich habe Retard noch nie gewonnen. Habe ich schon mal eine gewonnen? Boah, eins bestimmt schon, oder? Bestimmt. Gekifft und besoffen hast du bestimmt schon. Ja, sehen irgendwann. So, auf jeden Fall vielen lieben Dank an Schub für die nette Zusammenarbeit. Klickt auf jeden Fall auf den ersten Link in der Beschreibung. Ihr bekommt bei der ersten Bestellung, wie gesagt, 10 Euro extra Cashback. Lasst euch das nicht entgehen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Werk. Bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye. Im nächsten Werk.